Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Diesmal ohne Sailor Cat, weil Chocobo-Subquest. Und weil wir gerade ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Zeitmanagement haben. Ihr habt minimal was verpasst, weil ich irgendwie nicht zu Potte kam, die Videoaufnahme zu pausieren. Aber eigentlich habt ihr nicht wirklich was verpasst, also effektiv habt ihr nur verpasst, wie ich einmal gegraben habe, ohne was gefunden zu haben und wie ich halt vom Speicherpunkt hier zur Lagune gelaufen bin. Was wird jetzt passieren? Also ich werde jetzt gleich die Aufnahme pausieren, dann seht ihr davon nichts und werde dann graben bis zum Umfallen. Eigentlich bis ich was Interessantes finde, dann sehen wir uns wieder und ja, so will ich tun. Also dann, bis gleich. Yeah, hallo zurück. Für euch ist jetzt keine Zeit vergangen. Ich habe eine interessante Kloko-Karte gefunden, nämlich Atoll des Morgens. Die ist ziemlich toll. Und weil die ziemlich toll ist, grabe ich die auch direkt aus, ohne erst noch die anderen zu suchen. Um die auszugraben, müssen wir leider als allererstes den Chocobo wieder zum Schiff manövrieren, dann mit dem Schiff woanders hinfahren und den Chocobo wieder rufen. Das könnte ich natürlich theoretisch auch rausschneiden, aber hey, ich quäle euch mal damit. Ich finde, das habt ihr verdient. Außerdem, ich kann ja die Chocobo-Suche nicht so völlig auseinanderpflücken. Also, ich könnte auch so machen, dass ich jetzt eigentlich euch immer nur zeige, wo der Schatz ist, aber nee, das ist nicht mein Stil. Also, so ein bisschen Fluss muss ja schon noch im Let's Play drin sein, oder? Bin nochmal gespannt, wie viele Chocobo-Folgen das dann letztlich werden. Kann ich jetzt noch nicht sagen, sonst würde ich euch sagen, wer sich für die Chocobo-Schatzsuche nicht interessiert, soll in so und so vielen Folgen wieder einschalten. Aber, naja. Also ich kann euch sagen, in dieser Folge passiert außer Chocobo-Schätze suchen und Chocobo weiterentwickeln nichts mehr. Also wer sich für die Chocobo-Sache gar nicht interessiert, der kann für heute zumindest schon mal abschalten. So, ich mach mal eben den Text auf. Die Stadt der Spieler ist ganz in der Nähe, Kupo. Die Stadt ist voller reicher Bonzen. Welche Stadt kann das sein? Das kann ja nur Treno sein. Und Treno ist hier. Da wir da hoch nicht mehr kommen, zumindest nicht ohne Chocobo, müssen wir uns erstmal hier, ja. Also man kann auf der Chocobo-Karte sehen, es ist nicht dunkel, also hier, ich glaube, die Insel da, die sieht doch ganz, ganz verdächtig aus, oder? Nein? Sieht die nicht verdächtig aus? Doch, die sieht verdächtig aus. Oh, da haben wir es schon. Auf einen Schatz gestoßen. Merkwürdiger Rauch steigt auf. Ich werde irgendwie müde. Wer seine Heimat sucht, wer wagt seine Heimkehr. Oh, Choco, du hast die Fähigkeit erhalten, Berge zu erklimmen. Deine sicheren Schritte werden dich in deine Heimat führen. Ich erwarte dich mit Kuchen. Choco ist jetzt rot, auch wenn er jetzt gerade irgendwie eher pink aussieht. Die
Farbe finde ich jetzt seltsam. Er war eigentlich, also er sieht wirklich sehr pink aus. Also auf der Originalversion war er nicht so pink, da war er eher knallrot. Und ihr seht schon, was er jetzt kann. Er kann einfach so Berge hochlaufen. Einfach straight hoch. Das bedeutet, erstens, wir können jetzt wieder nach Treno. Das bedeutet, zweitens, wir können da hinten rüber und kommen wieder nach Dali. Also, was wir jetzt tun können, grundsätzlich. Wir können hier in Dali jetzt Armreife kaufen, nach Bomezia gehen, in Bomezia Zipfelmützen kaufen und die dann in Treno verschmieden. Das können wir dann jetzt endlos hin und her machen. Das heißt, Geld spielt in Zukunft keine Rolle mehr. Aber um Geld wollen wir uns gar nicht groß kümmern. Worum wir uns kümmern wollen, ist erstmal die Chocobo-Suche. Denn die wird auch ihr Geld einbringen. Jetzt, wo wir den roten Chocobo haben, jetzt spreche ich ausnahmsweise mal Mene, weil Sailor Cat ist ja nicht da. Oh, jetzt ein feuriges Rot, Kupo! Grab, feuriger Choco, grab! Wir können jetzt hier neue Choco-Karten ausgraben. Denn wir können, na, hier jetzt hochlaufen. Und da drüben auf der rechten Seite können wir das auch. Das ist ganz nützlich. Also, graben, 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 graben. Da habe ich gerade, glaube ich, was Interessantes ausgegraben. Das sehen wir gleich. Ich glaube, da stand gerade Todesschote ausgegraben, wenn ich mich nicht völlig verlesen habe. Graben, 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 graben. Ja, diese Kletterpartie macht das Graben hier jetzt leider ein bisschen ätzend, weil wir immer nie wissen, ob vielleicht ein Schatz da oben versteckt ist. Aber da war schon eine Karte, das ist doch nice. Und trotz der langen Wartezeit am Anfang so. Ne, Tafelbruchstück war es. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Wir haben ein zweites Tafelbruchstück und eine Schokobo-Karte. Die gucke ich mir jetzt mal eben an. Wenn das nämlich eine ganz bestimmte ist, dann gehen wir direkt weiter. Das ist eine ganz bestimmte, supi. Da haben wir ja Glück, dann halten wir uns hier gar nicht lange auf. Das Plateau der Grüne, das ist hinter Alexandria, wenn ich mich recht entsinne. Können jetzt übrigens auch hier schön. Das ist der verwunschene Wald von ganz am Anfang. Da können wir jetzt auch drüber laufen. Wieder rein können wir allerdings nicht, weil er ist ja versteinert. Und wo wir auch hin können, wo wir sonst eigentlich nur mit dem Schiff hin könnten, ist Alexandria. Und Alexandria sieht echt scheiße aus. Uiuiui, sieht Alexandria kacke aus. Was es mit diesem Schatten auf sich hat, dazu werden wir wahrscheinlich in diesem oder im nächsten Video noch kommen. Denn der hat auch mit dem Chocobo zu tun. So, jetzt müssen wir einen Sandstrand suchen. Irgendwo muss ein Sandstrand da unten sein. Da, der ist es, glaube ich, schon. Und das grüne Plateau müsste dann das hier sein, oder? Das sieht doch ziemlich genauso aus. Und da haben wir es. Merkwürdiger Rauch steigt auf. Ich werde irgendwie müde. Ja, jetzt haben wir den pinken Chocobo nicht sehr lange gesehen. Wie tragisch. Du
du, der seine Heimat sucht. Wir warten seine Heimkehr. Oh, Zoko, du hast die Fähigkeit erhalten, in den Tiefen der Meere zu schwimmen. Es ist nicht mehr weit. Bald hast du dein Ziel erreicht. Ich werde warten. Der sieht auch ein bisschen zu hellblau aus, finde ich. Aber jetzt kann Choco auch durch tiefes Wasser schwimmen. Das heißt, wir brauchen das Schiff nicht mehr. Das ist ganz geil, so an und für sich. Und ich gehe jetzt noch zurück zum Chocobo-Wald, damit ihr den Satz von Mene lesen könnt. Den er dann jetzt, also seinen Kommentar zu der neuen Farbe. Und dann werde ich wahrscheinlich sehr lange einsam graben müssen. Weil, naja. Irgendwie langweilige Farbe. Kupo. Ja. War ja nicht so gemeint, Kupo. Egal welche Farbe du bist, du bleibst Choco. Kupo. Choco, Choco, Kupo. So. Ja, dann pausiere ich an der Stelle die Aufnahme wieder und werde graben, graben, graben. So, da sind wir schon wieder nur eine Grabesession weiter. Habe ich etwas Neues, Interessantes gefunden. Was soll denn diese Todesschote sein? Lass mal sehen, Kupo. Die ist so scharf, dass sie dir die Zunge verbrennt, Kupo. Deswegen wurde sie seit jeher nur als Gewürz verwendet, Kupo. Aber dank des Nebels ist sie mittlerweile fast ausgestorben. Vielleicht ist sie nützlich, Kupo. Nehmt sie mit, Kupo. Ja, damit können wir was Nützliches tun. Allerdings noch nicht jetzt. Damit können wir dafür sorgen, dass Choco so richtig abgeht. Aber das nützt uns jetzt noch nichts. Zumindest nützt es uns jetzt noch nicht viel. Dazu kommen wir dann später noch. Ich schalte euch dann jetzt erstmal wieder weg und werde noch graben. Ich kann nicht mehr graben. Ich mache jetzt mal eben was anderes. Ich zeige euch, ich versuche euch mal irgendwo den Gag mit der Todesschote zu zeigen. Ich muss nur kurz überlegen, wo ich das jetzt eigentlich schon machen kann. Also eine Stelle weiß ich, die ist aber so speziell. Na okay, machen wir mal. Also es gibt ab und an einigen Stellen in der Welt Stellen, ich zeige euch einfach mal, was Choco macht, wenn man ihm eine Todesschote gibt. Dann hackt er wie ein Berserker auf alles vor ihm ein. Und es gibt ein paar Stellen auf der Weltkarte, da sind einfach Risse im Fels. Da kann er das benutzen. Wenn man das im Meer benutzt, taucht er ab und sucht auf dem Grund auch, was er so findet. Und wenn man eine Stelle findet, wo Blubberblasen aufsteigen, dann taucht er da runter und hebt einen Schatz. Und es gibt eine Stelle, da sind Blubberblasen, aber da kann er trotzdem nicht tauchen, denn da muss er was ganz Bestimmtes machen. Und zu der Stelle gehen wir jetzt. Die ist nämlich in der Nähe von Treno. Da waren wir auch schon mal. Nämlich bei Quans Höhle. Und da finden wir unter anderem den besten Stab. Das weiß ich noch. Was man da sonst noch findet, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber wenn wir hier zur Quans Höhle gehen, also zu Vivi nach Hause quasi, Meer. Ist das Schaum? Mit dem Chocobo komme ich da vielleicht hin. Die Todesschote benutzen? Ja. Ist ja höher als gedacht.
Auf dem Meeresgrund ist ein Schatz. Jadestein. Topaz. Waisenstab. Rote Rosekarte. So ist das also. Ja, und der Waisenstab ist tatsächlich der beste Stab für Eiko. Lilly kann den auch tragen. Er hat keine besonders tollen Abilities, aber ihr seht diesen Angriffswert. Und der stärkste Stab überhaupt. Besitzt eine hohe Reichweite und gleichzeitig das Angriffselement Wind. Er ist bis auf seine Stärke nicht besonders stark eigentlich. Aber er hat halt die höchste Stärke. Die Anti-Z-Ability ist eher uninteressant. Und leider hat er auch keine coolen Elementeigenschaften. Also, was Waffen angeht, ist das Spiel eine mittlere Enttäuschung gerne mal. So, was werde ich jetzt machen? Ich werde jetzt die Folge beenden. Und bis zur nächsten Folge. Ich weiß noch nicht, ob ich die nächste Folge dann schon wieder mit Sailor Cat aufnehme. Aber bis zur nächsten Folge werde ich versuchen, alle Karten. Nee, genau, ich werde dann definitiv nicht die nächste Folge mit Sailor Cat aufnehmen. Ich werde bis zur nächsten Folge versuchen, alle Karten auszugraben, die es noch auszugraben gibt, sowohl im Wald als auch in der Lagune. Dann schnappe ich mir den Chocobo und werde die alle auf der Welt finden. Und das werde ich euch dann zeigen. Also beim nächsten Mal wird es immer noch mit Chocobo-Schatzsuche weitergehen. Aber ich habe jetzt erstmal keine Lust mehr. Nicht zuletzt tut mir der Daumen weh von dem ganzen Gehacke. So, wo speichere ich denn jetzt hier? So, das war's für heute mit Final Fantasy 9. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, teilen, Daumen hoch, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach unten. Okay, ciao, ciao.